miteinander. Ich bin Martina Hügi, 33 und eines Tages werde ich auch aussehen wie 33. Nein, manchmal sehe ich mich selber nicht so als Frau. Ein Spiegel hängt zu hoch. Und in meiner Freizeit tue ich Modeln. Okay, ich sehe jetzt da überraschten Blick. Also ich bin spezialisiert auf Ohren und Knie. Sonst bin ich Primarlehrerin. Ich habe trotzdem Freude am Leben. Also nicht an meinem. Nein, schaut, es gibt ja schon auch Schönes an diesem Beruf. Also ich habe meinen Kunden auf Augenhöhe begegnen. Es birgt aber auch Gefahren. Also wenn Kinder mit Läusen in die Schule kommen, dann ist der Sprung zu mir nicht weit. Das ist dann so eine Lose-Lose-Situation. Es ist nicht immer einfach. Ich meine, so oft schaue ich in die traurigen, müden, abgelöschten Gesichter. Und dann ist die Pause im Lehrerzimmer schon wieder vorbei. Na, wieso tue ich mir das überhaupt an? He? Ja, und wie Leute vom Kiffen dann in härtere Drogen abstürzen können, bin ich in der Heilpädagogik gelandet. Wie sieht so eine Heilpädagogin überhaupt aus, damit ihr euch das vorstellen könnt? Eine Heilpädagogin, die hat über der Hose noch ein Chip und dann so ein nuscheliartiges T-Shirt, drüber noch so ein selber gelismetes Jäckli, das eigentlich mal ein Vorhang war, und dann noch so einen Regenbogen aus Filz. So ein wie ein ausgekotztes Einhorn. Ich sehe Betroffene. Ja, und die einen, die haben da keine Frisur, sondern einen Dachschaden. Gut. Und eine Heilpädagogin, die erkennt man aber auch daran, dass sie auf ihr Burnout hinschafft. Ja, Birkenstocks an alle Hände Funktion. Sie zeigen, wie tief man schon drin steckt. Und wie viel Restprofil noch bleibt. Aber eigentlich mache ich das Gleiche wie ein Banker in Zürich. Wir können beide eine gerade Linie ziehen. Und wir müssen beide mit Defizit rechnen. Also, nur handelt der Banker mit Vermögen und ich mit Unvermögen. Gut. Ja, darum hilft Wiederholung, den Stoff besser zu verstehen. Also, Wiederholung hilft auch, den Stoff besser zu verstehen. Ja, darum übe ich auch daheim den förderdiagnostischen Blick. Gut, das hat mir mein Ex-Freund immer wieder vorgeworfen. Ja, wenn ich ihm nach dem Sex konstruktives Feedback gegeben habe. Ja, ich sehe, du hast da Mühe gegeben. Dann habe ich aufs grobe Ziel verwiesen, weil das Plakat an der Schlafzimmertür gehangen ist. Hilft mir, es selbst zu tun. Er hat seinen Förderbedarf nicht eingesehen. Habe ich halt Plüschvaginas wieder in die Schule gebracht und dem ans Bett gestellt, so einen grünen Klebepunkt gemacht. Fließpunkt. Ja, und zum Schluss noch ein Satz, den ich beim Arbeiten nur sehr selten sagen kann. Danke für eure Aufmerksamkeit.